Wir haben dieses Jahr 5000 Aussteller an Bord. Davon kommt ziemlich genau die Hälfte aus Deutschland, also 2500. Der Rest kommt aus dem Ausland, aus 46 Ländern. Da ist China zum ersten Mal ganz vorn mit 520 Ausstellern. Dann folgt Italien, Türkei, Niederlande. Dann kommt schon die USA. Für uns ein super Mix. Das heißt, wir wollen ja alle Innovationen der Welt haben. Wir formulieren ja immer ein Angebot. Es dürfen gerne auch noch mehr aus dem Ausland kommen. Und zur Fläche nochmal, das ist immer ein wichtiger Hinweis, es sind noch 70% der Fläche von deutschen Firmen belegt. Das zeigt, wie bärenstark Deutschland im Elektrotechnik und Maschinenbau ist. Und da vor allen Dingen der Mix, das ist großartig. Wir haben große Technologiekonzerne, aber auch den Mittelstand und das ist super. Auch für die Hannover Messe ist Innovation ganz wichtig. All die Aussteller, die hierher kommen, wollen was Neues zeigen, weil deren Kunden danach fragen, was habt ihr Neues? Und wenn wir mal den Hermes Award als Beispiel nehmen, unseren großen Technologiepreis, da gibt es drei Themen zu dem großen Leitthema hier Smart Factory. Was ist also zu dem Thema Industrie 4.0? Zwei Themen zur Transformation der Energie und der Hermes-Preisgewinner hat ein neues System für ein Smart Grid. Und das ist hervorragend, dass das auch ein großes Thema hier auf der Messe ist. Ich habe ja vorher in meiner Berufstätigkeit Fachmessen organisiert, also eine wunderbare Sache hier in Hannover. Jetzt bei der Hannover Messe, die im 67. Jahr stattfindet, erstmal ein großer Ritterschlag, dass man das überhaupt machen darf. Und in dem Umsetzen bemühen wir uns, es profiliert zu machen. Das heißt unter dem Thema Integrated Industry Next Steps, dass wir wirklich das große Thema Fabrik der Zukunft, der Weg zur modernen Fabrik führt über Hannover und Transformation der Energiesysteme hier setzen. Und was ganz wichtig ist, das haben aber auch bestimmt schon die Vorgänger so gemacht, dass wir einen ganz engen Draht zu unseren Ausstellern haben. Also die Arbeit in den Beiräten, in unserem Marketingausschuss, dass wir gemeinsam die Themen setzen, weil nur dann funktioniert Messe, das ist immer ein Teamwork. Wir haben hier eine wunderbare Infrastruktur, aber gemeinsam mit den Ausstellern und das freut mich sehr, dass es hier viel positives Feedback gibt, zuhören und trotzdem aufs Gaspedal drücken. Jetzt zur Halbzeit haben wir so viel positives Feedback, dass wir das, was wir an Profilierung machen, genauso fortführen werden. Und natürlich Internationalität steht ganz oben an, Besucher aus dem Ausland zu holen. Und dass letztendlich wir die Fabrik der Zukunft tatsächlich so abbilden können, weil es geht um Wettbewerbsfähigkeit. Das wollen die Investoren, die Besucher, die sind alle auf der Suche nach Innovation, dass sie wettbewerbsfähiger werden. Und das werden wir genauso fortsetzen.